Ja, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Sonic Advance 2. Ja, ich habe ja gesagt und versprochen, dass wir mit jedem Charakter spielen werden und ich habe mir diesmal Tails rausgesucht. Ich gehe das jetzt so nach der Reihe durch und ich hoffe, dass wir das auch hier schaffen. Eine eisige Zeit hier, kann schon mal gut sein. Wer es noch nicht mitbekommen hat oder noch nicht ganz so mitbekommen hat, ist mir teils schon der Spaß des Let's Plays verloren gegangen. Das hat einfach den Grund, ich habe ein Projekt von der Dreamcast aus wieder mal angefangen, hätte eigentlich auf die Risiken drauf eingehen müssen und dann gab es Probleme. Ja, die Risiken war, Speicher war weg. Klasse. Das möchte ich ja in diesem Let's Play nochmal ansprechen, damit ihr euch auf die Zukunft erstmal einstellen könnt, wie es dann weitergeht. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie ich hier fortgehen möchte. Das heißt, ich werde schauen, was ich alles an Spielen Let's Playen kann. Und je nachdem, was rauskommt, werde ich hier auch versuchen, mein Image hier weiterzusetzen. Neue Spiele würde ich ja gerne, liebend gerne sogar machen. Das geht nur leider nicht, da ich zurzeit echt nicht so viel Geld habe, um mir die ganz neuen Spiele zu kaufen. Ach, da war so ein kleiner... Nein! Jetzt geh doch mal da rein! So... Ach, komm! Kann ich da jetzt rein oder nicht? Nee, kann man vergessen! Mann! Ja, die Zukunft meines Kanals wird auf jeden Fall etwas eigenartig wirken auf einige Leute. Das heißt, ich werde versuchen, mein Sega-Image auch weiterzusetzen, wie bisher. Denn, das scheint ja eigentlich... Ach komm. Das scheint ja eigentlich ganz gut anzukommen. Und ich verliere sofort. Ey, das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Einigen von euch hat es ja auf jeden Fall gefallen. Und das freut mich selber ja sehr. Und deswegen möchte ich auch weiterhin versuchen, mit Sega-Spielen durchzukommen. Ich habe schon viele Spiele gespielt gehabt. Viele Sega-Spiele. Und, ja, darunter gehört auch das Spiel Shenmue. Das ist ebenfalls... Ach komm. Das ist ebenfalls durch Probleme des Speicherns ausgefallen. Und, auch Sonic Adventures ist damals ausgefallen. Das gab einfach... Es gab einfach viele Probleme hier, die ich bewältigen sollte. Und es... Mich wundert, dass es bis heute noch immer noch Probleme gibt. Es ist einfach unglaublich. Unglaublich. Und dabei gebe ich mir verdammt viel Mühe damit. Was mache ich denn? Ich bin doch... Ich bin doch zu schnell. Ach, Mann. Gehe ich den unteren Weg, ist mir egal. Ja, wie seht ihr das? Meint ihr, ich sollte die Sega-Spiele weitersetzen wie bisher? Und warum falle ich jedes Mal da runter? Das ist doch nicht möglich. Jetzt stehe ich schon wieder auf Game Over. Das kann nicht so sein, aber zum Glück ist das ja gerade mal nur der Anfang. Ich werde das auch weiterhin versuchen, mit Tails zu machen in dieser Folge. Und, wie ihr seht, Sonic hatte ich als erstes, dann nach Cream, also gehe ich jetzt der Reihe nach. Als nächstes wäre Knuckles und Amy dran. Und, Eisparadies. Ich hoffe, das ist auch ein Paradies. Ja, wie gesagt, komme ich nochmal zurück zu meinem Problemchen. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde auf jeden Fall, so wie bisher, weitermachen. Kein Thema. Wenn nicht manchmal diese Probleme mit beistehen würden... Denn das sind so kleine Sachen, die treten einfach auf, besser gesagt, unerwartet einfach auf. Da war ein Stein! Da war ja... Och, Mann. Dann müsste ich... Ich glaube es nicht. Ich verliere hier die ganzen Dinger hier. Na komm, so, zack.
Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Muss ich erstmal den Checkpoint finden? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ah, der muss irgendwo hier sein. Der rutscht richtig genial. Tails der Rodler! Wieso hältst du dich da oben nicht? Ich glaube es nicht. Und ich habe keinen Checkpoint gefunden? Ich glaube es nicht! Nein! Jetzt muss ich den ganzen Level, das ganze Level nochmal von vorne machen. Schwierige Sache. Jetzt bin ich aber mal gesprungen und trotzdem reagiert er nicht. Natürlich. Wenn ich jetzt noch einen Checkpoint gefunden hätte, dann müsste ich das ganze Level hier nicht nochmal von vorne beginnen. Ach, lass mal da. So, jetzt aber. Ach, wir müssen hier runter, oder? Nee, hoch. Okay. Den Weg sind wir zwar jetzt vorhin nicht eingeschlagen. Ah, so geht doch. Cool. Ja, so kann es von mir aus weitergehen. Hä? Ach so, okay. Nein! Ah, komm, häng dich doch mal. Hier ist das passende Timing noch gefragt. Super! Darin bin ich ja auch perfekt drin, ja, sicher. Das perfekte Timing zu haben. Nein! Oh, ich dachte, ich falle jetzt gleich ganz runter. Ah, Checkpoint. Aber das war jetzt wirklich ein Fail. Meine Güte, ich glaube es nicht. Oh, bitte lass mich jetzt nicht wieder hier hängen. So, hoch. Wieso? Ach, der hat doch noch geblinkt. Ah. Ich habe keine Lust, das Level hier auch noch zu skippen. Ah, komm. Dann wäre ich ja... Boah, das gibt's doch nicht. Ich meine, Tails kann doch fliegen. Normalerweise müsste das eigentlich sehr einfach sein. Oder nicht? Ah, ich glaube es nicht. Warum hat er denn nicht sich gedrückt rechtzeitig? Ich glaube, ich muss das Level skippen. Es ist so ätzend. Ich muss es einfach skippen. Es geht nicht anders. Ich würde es ja am liebsten weiterspielen, aber hier ist ja wirklich alles gefragt. Ah, ich weiß nicht, welche Zuschauer ich damit anspreche, jedes Mal zu skippen. Klasse. Aber ich werde vielleicht im Nachhinein nochmal nachschauen. Das habe ich ja auch schon mal in einem anderen Projekt gesagt. Wenn ich mal irgendwann die Zeit habe, dann spiele ich die anderen Level auch durch. Aber ich habe keine Lust, da die ganze Zeit in diesem einen einzigen Level durchzuhängen. Das macht ja auch das Let's Play wieder zu langweilig. Ich weiß, Spannung gehört dazu, aber das ist doch keine Spannung mehr. Das ist ja nur ärgerlich. Und ich meine, ich habe mich heute schon genug geärgert. Von allein wegen dieser verdammten Dreamcast, die mich hängen lässt und ich glaube es nicht. Boah, das war jetzt verdammtes Glück. Komm. Ja. Noch ein Stückchen. Bingo. Okay. Dieses Spielchen kennen wir ja auch schon. Und ich glaube es nicht. Warum? Das ist doch heute wirklich ein Fehltag. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich glaube es nicht.
Ich glaube es nicht. Ich fange gleich an zu heulen. Oh Mann. Was ist nur mit mir passiert? Ja, früher war ich ja eigentlich gar nicht in dieser Let's Play-Szene drinne. Früher habe ich was vollkommen anderes gemacht. Mehr so mit Animes hatte ich mit zu tun gehabt und oh, ich dachte, ich falle jetzt wieder runter. Und ich war eigentlich nie der wirkliche Let's Player-Freund. Aber das lag auch daran, dass ich es wenig geguckt hatte. Bis ich irgendwann dann doch Gefallen gefunden hatte und irgendwann selber mal starten wollte und ja. Wieso? Häng dich doch mal richtig dran. Doch nicht so! Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist heute wirklich ein Tag aller Tage, den könnte ich wirklich... Ich weiß, für die meisten ist es wahrscheinlich jetzt extrem witzig, aber okay. Spaß beiseite. Ganz ehrlich, für mich ist das nicht gerade der große Spaß. Aber solange es euch unterhält, ist es ja ganz okay. Aber ich möchte ja nicht die ganze Zeit hier fehlen. Ja, das ist da gar nicht der Sinn der Sache von Let's Plays. Bei Let's Plays sollte man schon so ein bisschen Motivation mitbringen und gleichzeitig auch ein bisschen Kampfgeist für die Spiele. Und ich mache... Oh, ich dachte, jetzt falle ich wieder runter. Glücklicherweise war noch so eine komische Röhre da. Hier muss doch irgendwo langsam das Ziel kommen, oder nicht? Oh nein, nein, ich weiß wo... Nein, ich wollte da gar nicht runter. Ich hab es gewusst. Oder ich bin einfach mit Tails hier drinne total schlecht. Das kann auch sein. Aber ich will in dieser Folge eher einfach mal Tails machen. Selbst wenn es so unterhaltsam ist, dass es für mich schon ätzend ist. In den sauren Apfel muss ich mal beißen. Ich versuche einfach nochmal die erste. Das kann ja nicht sein. Ich versuche es wenigstens. Hoffentlich kriege ich es mal hin. Ansonsten werden wir uns das nächste Mal... die Schnee-Eislandschaft erstmal... Warum gehst du da nicht drauf? Sparen. So. Es kann ja nicht sein, dass sie immer schwerer werden hier. Diese komischen Schneelandschaften, nur weil sie rutschiger sind und so. Hm, ja. So. Na gut, jetzt habe ich den einig, aber das ist jetzt egal. Ich will das hier irgendwie schaffen. Wow, wo bin ich denn jetzt hier? Okay. War ich hier vorher schon? Kann sein, aber ich bin nicht gar nicht so sicher. Ja. Ja, hier war ich schon. War hier nicht irgendwo noch ein Checkpoint oder war der jetzt... Nee, der muss irgendwo danach kommen. Ich glaube hier irgendwo. Nee. Noch nicht. Sag mal, das sieht auch irgendwie total komisch aus. Der läuft in der Luft, ne? Hm, ja, interessiert ihn nicht mal, dass er runterfällt. Der kann fliegen, ja, ne? Aber das macht er wahrscheinlich im Anschluss, wenn ich da nicht mehr hingucke. Und wieso funktioniert das nie? Und wieso laufe ich jedes Mal vor dem Pinguin, wenn ich weiß, dass er da ist? Ich glaube es nicht. Das ist echt heute nicht mein Tag. Ja, heute ist echt nicht mein Tag. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ah, da war ich ja mit Cream noch besser. Wieso? Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Cream ist nicht anders von dem wie Tails. Eigentlich ist Tails ein kleines bisschen schneller, wenn ich mich nicht täusche. Aber ey, das verstehe ich echt nicht. Gehe auch immer auf derselben Stelle kaputt und ich weiß nicht mal warum. Und ja, natürlich, ich kam ja auch, ich konnte ja auch nicht springen rechtzeitig. Das ging jetzt echt nicht. Also,
da habe ich jetzt nicht mal einen Fehler gemacht. Nein, im Großen und Ganzen. Der einzige Fehler war, dass der die ganze Zeit gerutscht ist. Ich konnte nicht mal stoppen. Nein, der lässt mich nicht. Nö, warum? Warum auch? Warum stoppen wollen? Das geht doch schief. Hm, ja. Hey, jetzt habe ich ihn nur umgekriegt. Ja, okay. Okay. Wenigstens nicht der großartigste Fail. Irgendwie kriege ich ja langsam mal alles gebacken. Würdest du mich ein bisschen höher springen lassen? Nein? Doch. Geht doch. Moment, da war ein Checkpoint, oder? Oder? Nee. Ich dachte, da wäre ein Checkpoint. Boah, jetzt gehe ich aber ab hier. Oh nein, nicht abgehen mit der Sinne. Meine Herren. Und tschüss. Ich will das jetzt schaffen. Ach, komm, Tails, du kannst gar nichts. Sag mir jetzt nicht, du bist schlechter als Sonic. Moment, ich hätte auch den oberen Weg nehmen können, oder? Ich probiere mal den oberen Weg. Den habe ich noch gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Ach, du bist ein fieser Pinguin. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Danke. Wegen der Geschwindigkeit kam ich da jetzt nicht mehr hoch. Ah nee, hier war ich glaube ich auch schon. Nur nicht den Weg habe ich. Den Weg habe ich glaube ich nicht genommen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber diese Stelle kommt mir schon mehr bekannt vor, weil ich nämlich da diesen. Ja. Nein! Oh. Wieso? Wieso? Es sieht alles immer so knapp aus und am Ende ist es doch nicht so knapp und. Ich glaube, das ist der Fail des Tages heute. Ehrlich! So, jetzt aber. So. So muss das eigentlich laufen. Okay, jetzt habe ich das falsch gemacht. Okay, hier wird es ein bisschen schwierig. Habe ich mir schon gedacht. Jetzt sind wir schon wieder an der Rutsche. Ich sehe es jetzt schon kommen. Wir fällen hier eine nach der anderen Runde hier. Das ist nicht möglich. Ja, das kommt davon, wenn man Spiele random spielt. Man weiß nicht, ob man irgendwas falsch macht oder richtig macht und dann im nächsten Moment merkt man, es war vielleicht richtig und im anderen Moment denkt man, oh Mist, es war falsch. Okay, okay. Nein! Aber das ist auch blöde, der hängt sich auch so blöde dran, dass man da gar nicht richtig drankommt. Oh Mann, ich glaube, das war echt der Fail des Tages. Meine Herren. Ja, müssen wir uns das nächste Mal die Eiswelt skippen, denn ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen kann. Ich habe mir auch immer irgendwelche Projekte rausgesucht, die ich überhaupt nicht mal richtig gespielt habe oder überhaupt nie. Das kann nur ein schlechter Scherz sein, was ich nicht alles für euch tue, ehrlich. Ich weiß nicht, so viel Mühe und Not. Bäh. Ja, ich hoffe, es hat euch trotz den ganzen Fails gefallen. Mir persönlich hätte ich natürlich ein bisschen mehr getraut, aber heute ist einfach echt nicht mein Tag. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal ein anderes Mal. Ich werde ja nicht diese ganzen Level komplett skippen. Ich werde ja gucken, dass ich die irgendwann noch nachhole, aber ach, das ist Ja, das nächste Mal werden wir dann auch mit Knuckles spielen, oder? Ja, mit Knuckles. Und danach mit Amy, obwohl ich mit Amy habe ich wenig Erfahrung, mit Knuckles eher. Mal sehen, was so rauskommt und mal sehen, ob ich mich da ein bisschen besser anstrenge. Vielleicht ist er ja ein super Held. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, ciao Leute!